Das ist die Lukas-Jury 2012. Hiermit ist Lukas eröffnet. Festival, sind viele Kinder hier und ich finde es toll, es sind viele Menschen, also nette Menschen da und total eine familiäre Atmosphäre, man fühlt sich richtig wohl. Park, du musst nach Hause kommen. Siehst du, wir haben zu tun, Jim. Hey, ich krieg die Peitsche, wenn Huck nicht mitkommt. Sag einfach, du hast uns nicht gefunden. Wir waren letztes Jahr bei Lukas und dieses Jahr, und das war letztes Jahr schon so schön. Und ja, für uns ist es eine Ehre, hier sein zu dürfen. Ich fand es auch total cool, dass wir Autogramme noch alle bekommen haben, dass er sich die Zeit genommen hat für uns. Und ich würde gerne wieder hierher kommen und würde auch mit meiner Familie herkommen. Ja, ist cool gewesen. It was great to see them, you know, waving their hands and trying to ask questions. They were really interested in what we made. Wir besprechen, was uns an dem Film gut gefallen hat, was uns nicht so gut gefallen hat. Wir merken uns halt jeden Tag, welcher Film hat uns da am besten gefallen, wer hat der Gruppe insgesamt am besten gefallen. Und am Freitag fassen wir nochmal zusammen und dann entscheiden wir halt, welcher von denen fanden wir im Allgemeinen am besten. Wenn ich vielleicht von der nächsten Lukas-Vorstellung erfahre, gehe ich hier bestimmt auch nochmal hin. Ja, also mir hat es richtig gut gefallen. Wir verstehen uns gut, denke ich, ja. In der Gruppe. Es gab noch keine größeren Unstimmigkeiten. Nein. Und ja, wir sitzen ja dann immer zusammen und dann kann man miteinander gut reden. Am Ende vom Tag, wenn wir alle Filme geguckt haben, dann bewerten wir sie halt alle. Jeder sagt halt, wie er ihn fand und wir bewerten ihn halt dann mit Punkten von 1 bis 10. Brokiga, the characters from the film. I wanted to encourage the children to make up new Brokiga and to use their own imagination and to just paint and draw. Also es läuft sehr gut, ich bin total happy. Wir haben tolle Gäste, schöne Filme, aufregende Premieren und ja, also im Festival live. Was passiert denn jetzt? Wir bestimmen jetzt den Gewinner und ihr dürft nicht dabei sein.